Was ist Rove? Rove ist eine neue Untermarke von Anker, die sich auf Gadgets für euer Auto spezialisiert hat. Als bekennender Anker-Fan wollte ich also natürlich die Gelegenheit nicht auslassen und die Rove C1 Dashcam testen. 80 Euro bezahlt man für die kleine Kamera samt Display, die eure Fahrten aufzeichnen soll. Mit dazu gibt es ein ewig langes Micro-USB-Kabel und ein 12-Volt-Netzteil mit sogar zwei USB-Steckplätzen, die bis zu 2,4 Ampere bieten. Nur eine Micro-SD-Karte braucht ihr noch extra. Und ein Auto. Bilder aufzeichnen kann das kleine Ding mit einem Sony Exmor-Sensor. Und das in Full HD bei 30 oder in 720p bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Zeitlupe empfiehlt sich immer dann, wenn ihr euren Unfall nochmal in Slow Motion sehen wollt. Aber fahrt bitte, wenn dann, nur gegen einen Einkaufswagen und bringt keinen um. In dem kleinen schwarzen Kasten ist außerdem WLAN verbaut. Darüber könnt ihr euer Handy direkt mit der Kamera verbinden und so die Einstellungen treffen, aber auch das gesamte Material eurer Karte direkt aufs Smartphone übertragen, ohne die Kamera abmontieren zu müssen. Die Grundeinstellungen sind schnell getroffen. Neben der Auflösung könnt ihr die Aufnahmedauer einstellen und auch die Erschütterungsempfindlichkeit. Für den Fall, dass ihr nur die Aufnahmen sichern wollt, die kurz vor dem Unfall entstanden ist. Habe ich ausgemacht. Einmal, weil ich nicht jedes Mal wogegen fahren wollte, um Material für das Video zu bekommen, und auf der anderen Seite können die Aufnahmen ja auch zufällig den Unfall anderer Personen zeigen. Etwas schwierig ist auch die Empfindlichkeit einzustellen. Woher weiß ich denn, wie hart mir der andere reinfährt? Wie sieht's mit der Installation aus? Ist die schwierig? Nein, einfach die Klebefolie von der Halterung entfernen und an die Windschutzscheibe kleben. Apropos kleben, ich hätte viel lieber eine Saugnapfhalterung. In Zeiten von Carsharing und Leasingfahrzeugen wäre es vielleicht einfacher, die Kamera mitzunehmen. So ist man auf die zwei beigelegten Halterungen beschränkt und hat diesen dummen Kleber an der Windschutzscheibe. Überlegt euch auch, wie ihr die Kabel am einfachsten zum Zigarettenanzünder aka 12 Volt Steckdose im Auto bekommt. Außerdem ist ein kleiner 480 mAh Akku verbaut. Den könnt ihr für die Parküberwachung nutzen. Eure Kamera filmt dann alle, die an eurem Auto vorbeilaufen, während ihr beim Einkaufen drinnen seid. Damit die Kamera sowohl in eurem Lamborghini mit einer sehr steilen Windschutzscheibe als auch in eurer G-Klasse mit einer fast senkrechten Windschutzscheibe funktioniert, kann man den Winkel der Kamera um ca. 90 Grad bewegen. Aber wie ist denn jetzt die Bildqualität? Bei 720p, also der Auflösung für Zeitlupe bzw. in der niedrigen Framezahl für Platzsparer, sieht man deutliche Komprimierungsartefakte und das Bild zeigt etwas deutlich anderes als Details. Um Kennzeichen zu erkennen und einen Unfallhergang aufzuzeichnen, reicht das aber locker aus. Sehr gut gefällt mir auch die Lowlight-Performance. Zwar erkennt man in den unbeleuchteten Bereichen am Straßenrand wenig bis gar nichts, dafür sehen die zentralen Bildelemente, die vom Licht getroffen werden, sehr gut aus. Kleine Anmerkung, wer mein Auto kennt, der weiß, dass ich vorne viermal Fernlicht dran habe. Sollte also etwas heller sein als bei einem Serienfahrzeug. Nichtsdestotrotz finde ich die Qualität in der Dunkelheit sehr gut. 1080p. Das Bild wird deutlich schärfer, beziehungsweise die Artefakte lassen sich besser erkennen. Es erinnert mich an die erste GoPro-Reihe, wenn das Licht nicht ganz so optimal war. Die Qualität reicht aber auf jeden Fall locker aus und die Komprimierung bewahrt euch davor, 128 GB Micro-SD-Karten für die Kamera kaufen zu müssen. Wenn die Videoqualität schon nicht ganz verkehrt ist, dann sollte man da doch noch etwas rausholen können, oder? Was wäre cinematischer als Balken? Dann sollte man das Bild etwas korrigieren. Und jetzt noch etwas Color Grading. Wenn man die zweite Halterung an einer etwas interessanteren Stelle platziert, kriegt man auch noch etwas bessere Aufnahmen hin. Einen richtigen Sinn sehe ich in solchen Kameras ehrlich gesagt nicht. Dafür habe ich einige What the fuck Momente, als ich das Material im Nachhinein angeschaut habe. Oft fragt man sich dann, wann war ich an diesem Ort und was habe ich da gemacht? Oder man filmt sich selbst dabei, wie man sein Auto betankt oder auf einem Parkplatz ein Stück nach hinten schiebt, damit man den Motor nicht mehr anmachen muss. Interessant sind auch die Kometenaufnahmen, aber wenn man mal ein paar Urteile liest, merkt man schnell, dass die kleinen Kameras in Deutschland relativ oft nicht vor Gericht als Beweis anerkannt werden. Nichtsdestotrotz bin ich von der Kamera sehr überzeugt und Leute, die sich trotz der rechtlichen Unsicherheiten erholen wollen, dürfen hier unbesorgt zugreifen.